Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten und Artur, beim Clan Bad Taste. Ja, ihr wisst es natürlich seit gestern aus dem Stream. Das ist auch mal ganz witzig. Ich drehe die Folge ja eigentlich vor dem Stream und vor dem Clankrieg hier. Aber seit gestern wisst ihr, dass ich hier bei dem Clan Bad Taste zu Gast bin und einfach mal heute ein, ja, wie soll man sagen, so ein Channel-Rückblick mache, so ein Jahresrückblick. So gibt es da ohne Ende im Fernsehen auch zu gucken scheinbar. Ich weiß es nicht, weil ich ja so gut wie kein Fernsehen gucke, aber ich habe einfach mal so ein paar Daten für euch zusammengefasst und so ganz nebenbei mache ich natürlich ein bisschen Clash of Clans, also ein bisschen Tag, ein bisschen Nachtdorf. Da müsst ihr jetzt mit auskommen, aber ich gebe euch mal so die erste Zahl. Am 12.11.2015, also ich hole ein bisschen tiefer aus, habe ich diesen Kanal hier eigentlich gegründet und habe mein erstes Video hochgeladen. Das erste Video hieß ganz, ganz schlau Lot. Das ist ein ganz kurzes Video und ich glaube, damals war ich noch RH8 und habe dort einen richtigen Gigalot geholt. Damit fing das Ganze so an. Das Ganze wurde dann ein bisschen verfeinert. 2016 habe ich also so die ersten True Warriors Videos hochgeladen, ohne Ton, ohne alles. Einfach nur so, dass wir die Bases sehen. Und dass wir so ein bisschen gucken konnten, wie haben wir eigentlich damals welche Base wie gemacht. Und ja, das war, oder das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn so ist das Ganze dann so ein bisschen zum Starten gekommen. Also meine ersten Videos hatten dann auch schon so um die 30, 40 Views, was natürlich super ist für meinen Kanal. Und wir haben dann, ich habe dann das erste auch mit Stimme am, ich glaube, es war am 3.11.2016 gemacht. Also da kommen wir jetzt dem 17er hier schon ein bisschen näher. Ich muss mich mal eben so ein bisschen konzentrieren hier. Nicht, dass ich meine Maschine hier jetzt vergesse. Nein, ich vergesse sie aber nicht. Das ist schon mal gut. So, dann spammen wir die hier noch ein bisschen rein. Dann können wir... Oh, schade. Okay, dann haben wir jetzt aber schon 56% hier im Nachtdorf. Ihr seht... Na, schade. Ihr seht, mit welcher Truppe ich hier so ein bisschen angreife. Also 3.11.2016, das erste so mit Stimme. Dann hatte ich so immer, meine Views waren immer so um 40, 50 rum. Und 2017 ging das dann relativ rasant los. Ich habe dann also am 3. März habe ich von YouTube eine E-Mail bekommen, dass ich meine ersten 100 Abonnenten geschafft habe, was natürlich super war, muss ich sagen. Also 3. März diesen Jahres hatte ich 100 Abonnenten und ihr wisst, wo ich heute stehe. Für mich ist das gigantisch, ist das mehr als Giga. Da ich ja keine Musik mache oder irgendein ausgeflipptes Stück zeige, ist das hier für meinen Clash of Clans Channel einfach Bombe, also muss ich mal so sagen. Und ich habe dann ja kurze Zeit später den Sky kennengelernt, der dadurch kam, hat mein Kanal so einen kleinen Push bekommen. Bin ich auch nach wie vor dankbar, muss ich sagen, dass ich den Olli damals getroffen habe, denn wir haben ja schon einige Projekte in diesem Jahr gehabt. Und ein paar schöne, nette Dinge, haben schöne Clankriege gegeneinander gespielt, miteinander gespielt. Und das ist sicherlich eine coole Sache, also ist eine coole, kleine, schöne Freundschaft geworden. Wir sprechen ja nach wie vor immer mal wieder zusammen, skypen immer wieder zusammen, hocken im TS ab und ist wirklich super. Aber während des Jahres kam es dann ja, dass ich eigentlich dann dazu gekommen bin, auch Streams zu machen. Das heißt also, na, was heißt Streams? Damals oder zu Anfang des Jahres war es ja noch eher unregelmäßig. Da habe ich mich mal hingesetzt, um Streams zu machen. Aber aus dieser Unregelmäßigkeit wurde denn doch eine Regelmäßigkeit. Denn ich habe bis heute 38 Streams immerhin hingelegt, also so viele sind schon und ich habe ungefähr 400 Gigabyte an Daten zu YouTube hochgeladen. Das ist in Summe, also auch hier einfach mal ein paar Zahlen zum Hören. Oh, ich verliere hier, tolle Wurst. Ich muss mal eben schauen. Ich habe 400, oh, ich habe mir die Zahl irgendwo aufgeschrieben, während wir hier verloren haben, tolle Wurst. Über 430 Videos habe ich, 456 Videos habe ich hochgeladen und ja, knapp verloren, okay, knapp verloren, dann machen wir hier mal die Glocke an, ach, können wir gar nicht machen, dann gehen wir hier mal in das Dorf, habe circa, auch das habe ich mir auch geschrieben, 8.300 Kommentare unter meinen Videos, also das sind jetzt unter allen Videos, habe 2.239 Likes und etwas über 350 Dislikes, also auch das, glaube ich, ist in Ordnung für einen Kanal. Und ich habe dann im Sommer mit einem meiner Clanmates, mit dem Mastengo, ja die Local Clash besucht. Das war auch von mir so ein kleiner Highlight, denn dort habe ich mal so ein bisschen ja auch in die Welt von Supercell reinschnuppern können. Denn dort haben wir ja die Local Clash gespielt, also ein Turnier. Und ich bin mit meiner Mannschaft damals Dritter geworden, also echt tolle Truppe. Aber überhaupt war das, fand ich, das Turnier mehr als gelungen in so einer kleinen oder in so einer kleinen Menge, sage ich mal. Denn wir hatten ja immerhin 15 Mannschaften dort, A5 Spieler, also ein paar Leute waren dann doch schon da. Ich habe auch einige Leute dort kennengelernt aus der Szene, also Itzu, Bronx, das sind sicherlich Namen, die euch was sagen. Und habe auch die beiden Community Manager von Deutschland kennengelernt, von Supercell, unter anderem den Dennis. Und ja, war einfach eine gute, tolle Erfahrung hier, denke ich mal. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber, glaube ich, auch schon so ein bisschen so mein Motto gefunden, also Kriegsklan-lastiger Channel. Und natürlich gibt es auch ein paar andere Sachen in Clash of Clans immer wieder zu zeigen. Aber so ein bisschen locken mich natürlich immer die Clankriege. Irgendwann habe ich auch angefangen und bin mit meinen anderen Chars ein bisschen wandern gegangen. Das heißt, ich bin dann in andere Clans gegangen, habe von dort aus gedreht, meistens dann mit einem Clankrieg dann verbunden und habe so natürlich jede Menge wirklich cooler Leute getroffen. Coole Leute habe ich natürlich auch während meiner Streams getroffen, nämlich andere Streamer, das kommt noch dazu. Also den Thiele 2211, den Zocker und noch einige andere, um sie mal kurz genannt zu haben. Und das hat mich natürlich, oder das freut mich nach wie vor, denn wir sind eine schöne, kleine, feine Community, die eigentlich täglich so ein bisschen auf Discord auch abhocken. Und das ist schon eine rund gewordene Sache. Andere Streamer habe ich natürlich auch kennengelernt, Waldfee, Matze. Ja, Matze ist so ein bisschen von seinem Channel abgewichen, was Clash of Clans angeht. Ja, ist halt ein junger Mann, der halt auch andere Spiele spielt. Ich spiele zwar auch andere Spiele, das wisst ihr, aber die trage ich nicht unbedingt zur Show, weil Toto clasht halt Clash of Clans. Ein bisschen Clash Royale habe ich auch gemacht und leider dauert mir die Gegnersuche hier schon wieder viel zu lange, muss ich mal so sagen. Eigentlich müsste ich jetzt mit meiner Truppe ein bisschen üben hier, oder wir nehmen einfach mal einen mit, das können wir auch mal machen. Der hier ist bestimmt nicht schlecht, aber er ist mir zu stark. Nein, stimmt natürlich nicht. Nichts ist mir zu stark geworden, denn ich habe ja auch ein bisschen habe ich auch aufgerüstet. Ihr seht das hier an meiner Armee. Ich bin auch Rathaus Level 11 geworden dieses Jahr. Nachdem ich ja fast ein Jahr Rathaus 10 war und habe dann mehr oder weniger ja tatsächlich bis zum letzten Tag das Rathaus 10 ausgeblutet, also wirklich krasse Sache. Und wo wir aber nochmal bei YouTube waren oder überhaupt bei den sozialen Medien waren, da muss ich mal hinkommen. Das ist auch ganz witzig. Ich habe ja mittlerweile oder habe dann damals auch angefangen im Sommer meinen Facebook-Account wieder auszugraben, Twitter-Account, Instagram-Account und ich habe da sogar ein paar Follower, kaum zu glauben, obwohl ich da nur so alle Jubeljahre mal ein Foto hochgeladen habe. Tut mir auch manchmal leid, denn ich verpasse es dann, wenn mir Leute schreiben über die sozialen Medien, da ich dort eigentlich nur meine Videos hochpushe, ab und zu ja auch mal einen Kommentar lasse. Aber am 19. Dezember diesen Jahres habe ich einen Follower doch wahrgenommen, muss ich sagen, nämlich den offiziellen Kanal von Clash of Clans Deutschland. Und der folgt mir jetzt. Ich glaube, ich hatte ihn auch schon in Verfolgung. Finde ich natürlich wirklich nett, muss ich sagen. Und so wächst dieses ganze Gefüge Clash of Clans dann nochmal ein bisschen enger zusammen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr nett. Und jetzt hatte ich doch einen Schnitt drin. Es hat mir doch einfach ein bisschen zu lange gedauert. Hier habe ich endlich mal einen Gegner gefunden. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass die mich verfolgen. Und auch da, ja, ich muss mal sehen, ob ich da ein bisschen Besserung gelobe, dass ich mich da einfach mal blicken lasse und vielleicht auch mal den einen oder anderen netten Kommentar schreibe. Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin hier ja im Moment an der Maus unterwegs, dass ich wenigstens die Offline-Base hier noch einigermaßen gut hinkriege. Ich habe hier ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, nach Champion reingedefft und das sieht man auch gleich an den Gegnern, denn der letzte hat mich um so ein bisschen Dunkles gebracht, das macht aber nichts. Ich pushe hier jetzt einfach mal ein bisschen weiter, ich glaube ich habe hier Riesen drin, jawohl. Und dann komme ich hier mal mit noch mehr Riesen rein, also jetzt mal so eine richtige Riesenmeute hier. Und meine Mauerbrecher hinterher, ein paar von denen hier, King hier noch mit rein. Und auch die Magier. Oh, da geht, da geht mir jetzt ein bisschen viel rum. Ich glaube, die brauchen hier jetzt mal einen Jump. So, so sieht das ganz gut aus. Und die können da ruhig ein bisschen rumgehen. Ja, aber es wäre schön, wenn die jetzt auch ein bisschen springen, da meine Tanks. Ich heile sie übrigens hier durch. Ich heile die jetzt mal durch. So, der Warden ist aber mit in der Mitte. Ich habe so ein bisschen da in der Mitte auch was hier den gegnerischen King machen kann, jawohl. Und dann geben wir der ganzen Meute jetzt mal ein bisschen mehr Gas hier. Ach, schade, mein Sprung ist nicht ganz so super gelungen, aber ich zünde hier hinten jetzt schon mal meinen King und setze hier noch zwei Lakaien da oben mit hin. So, ich bin ein bisschen, oh, jetzt bin ich ein bisschen von abgekommen. Ich nehme einfach mal nochmal meinen Zettel. Also mein best angegucktes Video war übrigens am 11.04.2017 mit bis eben 7.379 Views. Das war das Video, wo ich endlich 3 Sterne mit meinem RH10 gemacht habe. Also richtig nett an der Stelle. Und kurz gefolgt von einem Livestream, der auch immerhin seine 5.409 Aufrufe hatte. Das war der vom 25. November, also auch dort richtig krass. Und im Dezember ist auch noch was passiert, nämlich am 5. Dezember habe ich Post von YouTube bekommen, dass meine Videos eine View-Anzahl in Minuten von über 1 Million überschritten hat. Mittlerweile sind es, glaube ich, so 1,5 Millionen Minuten oder so. Das ist natürlich auch cool. Also es gibt auch immer wieder von den Betreibern so ein bisschen Statistik und ja, finde ich natürlich nett. Und den konnten wir hier jetzt ruhig mitnehmen. Mit dem Bonus hier ist das für mich erstmal in Ordnung, denn ich mache ja im Moment nur so ein bisschen Mauern hier und fordere hier nochmal. Ich glaube, wir können wieder im Nachtdorf so kurz mal was machen. Ich muss mal eben meine Zettellagen hier so ein bisschen sammeln. Ja, das ist eigentlich gewesen, den Highlight am Jahresende. Nachdem ihr jetzt erstmal so ein paar Zahlen, Daten und Fakten gehört habt, bildete sicherlich der von mir ewig angekündigte und nie durchgeführte, so muss man es ja sagen, Community-Clan. Und ich habe ihn zwar immer angedroht, aber habe den nie gemacht in dem Clan Herausforderer. Irgendwann war es dann aber auch über und ich habe mich dann ja doch dazu bereit erklärt, den dann durchzuführen, noch zum Ende des Jahres. Und ich denke mal, das war nochmal, ja, ich finde, das war von meiner Seite aus echt ein Highlight. Kann man nicht anders sagen. Und denn das hat natürlich Laune gemacht ohne Ende, dieser Community-Clan. So, jetzt muss ich hier aber gerade mal so ein bisschen was setzen, ja. Und also hat mich auf jeden Fall gefreut, auch wenn wir verloren haben, haben richtig viele mitgekämpft. Wir haben richtig schöne 3 Tage da eigentlich zusammen in den Clan verbracht. Ich bin ja noch ein bisschen länger geblieben mit dem kleineren Account. Das hat auch niemand gestört dort. Es wäre schön, wenn der Multimörser jetzt sterben würde. Endlich ist er weg. Und hier wenigstens noch so ein paar Hexen leben. Ah, viel ist es nicht mehr. Die Riesenkanone, Alter. Auf was für einem Level ist die denn? Naja gut, die zerfetzt meine Truppen jetzt doch ein bisschen stärker, als ich gedacht habe. Und die kriege ich da doch nicht weg. Also es gibt schon stärkere Dörfer hier als meins. Und den haben wir sicherlich nicht gewonnen hier. Ah, schade. Naja, 35%. Ich meine, mit 35% habe ich auch schon mal gewonnen. Das kann ich euch zeigen. Denn im Moment mache ich relativ wenig Angriffe hier. Ich bin ja im Moment in der Bonusphase. Und der ist noch am Attacken. Okay, dann können wir hier mal schauen, wo ich hier den eigentlichen schlechten Angriff abgeliefert hatte. Hier, 37% ich. Der war schon schlecht. Aber der Gegner hat es noch schlechter gemacht mit 29%, ja. Also im Moment, wie gesagt, halte ich mir... ja, okay. Das war jetzt der noch von eben. Der Angreifer ist hier noch am Attacken. Und ich könnte jetzt zwar schon meine Riesenkanone hier anstoßen, mache ich auch. Ich will mir aber erst die Lager voll machen. Denn das Ding schwächt ja doch ganz schön. Und von daher, ja, ist das sicherlich eine schwierige Sache hier. Hier wird die ganze Zeit geübt, nämlich für den Clankrieg von, für euch ja von gestern, nämlich von heute. Also für mich ist ja erst Samstag, wenn ich diese Folge aufnehme. Also Samstagnachmittags habe ich jetzt diese Folge aufgenommen. Und damit sie noch für euch dann auch zeitlich am 31. kommt, pünktlich zum Mittag. Ich glaube, auch das habe ich immer so ein bisschen eingehalten hier. Channel-Motto etc. habe ich ja gestern schon erklärt, behalte ich sicherlich bei. Also auch 2018 wird es Clash of Clans von mir geben. Und in welcher Form auch immer. Ich denke, Clankriege begeistern uns nach wie vor. Mal sehen, wann die nächsten Clanspiele sind. Was vielleicht Neues kommt. Supercell lässt sich da immer gerne was einfallen. Und so werden wir sicherlich wieder einige gemeinsame Stunden erleben. Auch wieder Livestreams sehen von mir, mit euch, wo auch immer. Und bin eigentlich froh, dass das hier, dass das Jahr so einen schönen Ausgang hatte jetzt durch mit den erschwerten Weihnachtsfeiertagen und den ganzen Update-Gekläsche hier war für mich auch eine kleine Herausforderung, denn ich habe etliches vorproduziert zu den Weihnachtsfeiertagen. Das habe ich ja im Sommer auch so gemacht und auch das hat funktioniert. Das ist auch nicht immer ganz schwer, aber dadurch, dass ich natürlich auch mit Avatar immer in einigen Clans bin, der ist übrigens frei, also der macht bei den Truvoras keinen Clankrieg mit. Und dort habe ich euch ja gestern nicht mehr zeigen können, den Clankrieg aber nach Prozenten gewonnen. Also es ist doch nochmal jemand aufgewacht, nämlich unser RH10, der Talar, und hat dort die restlichen Sterne geholt. Wir haben dort nach Prozenten gewonnen. Seht ihr auch an der Siegesserie, wenn ihr den Clan inspiziert. Und dementsprechend schwierig ist das hier an der Stelle, würde ich mal so sagen. Okay. Ah, okay, hier haben wir nochmal einen Angriff, so ein bisschen zum Testen hier vom Masca auf den Emanuel, also beim Clan Bad Taste. Die Dari hat mich ja hier eingeladen, es hat endlich mal geklappt, dass wir zusammen etwas machen, und ich habe ja gestern Abend dann hoffentlich den Stream gut durchgebracht. Ich weiß es ja gar nicht, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen. Und ich denke aber mal, das war eine großartige Sache nochmal für mich zum Jahresende. War ich zwar nicht bei den True Warriors, ich glaube, ich bin ja mit einem Char da, also den kann ich natürlich frohes neues Jahr wünschen, gar keine Frage, oder guten Rutsch, was man auch immer wünscht. Ich hoffe, ihr rutscht heute Abend, so muss ich ja so ein bisschen sprechen, auch gut und vor allen Dingen heil rein. Also seht euch vor, ihr wisst es, ich brauche euch nicht erzählen, Böller, Unfälle, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, also bleibt auf dem Teppich, Leute, macht euch ein schönes Silvester, feiert lieber und lasst lieber ein Bierchen weniger oder lasst lieber ein Bierchen weg, handelt euch keinen Ärger ein, und so, dass wir uns in jedem Fall im nächsten Jahr noch wiedersehen. Das würde mich freuen, wenn alle wieder mit dabei sind, oder wir auch ein bisschen mehr werden, das wissen wir auch nicht, so dass 2018 cooler Start für uns wird. Für mich wird es auf jeden Fall auch wieder ein anstrengender Start, denn ich bin die erste Woche erstmal allein in der Firma, in meiner kleinen Unit. Ist auch nicht so viel los, es haben ja noch viele Urlaub, aber ich habe es ja jetzt festgestellt, in den 3 Tagen, wo ich eigentlich dachte, ich hätte ein bisschen Laune, habe ich doch ganz schön viel abgearbeitet noch und richtig was geschafft. Also auch da ist man immer ein bisschen froh, dass das Jahr dann so rumgeht, und dann gucken wir mal, wie der erste Monat so verläuft. Ich habe auch nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Nette neue, ich sage euch mal so die Stichpunkte, nette neue Leute, Twitch TV, ja, das streame ich ja auch. Die Cam-Zeiten, ja, irgendwann habe ich dann ja gewechselt von Kamera mit Müll im Hintergrund auf Kamera mit Greenscreen, richtig, das habe ich auch gemacht. Und ich glaube, das ist auch die richtige Wahl gewesen. Mein Zimmer habe ich hier oben immer noch nicht umgebaut, wen es interessiert. Ich bin da immer noch nicht zugekommen, weil das ist, glaube ich, ein Projekt, was auch mehrere Wochen und Monate dauert. Von daher werde ich es aber irgendwann mal machen. Ich werde das nicht festhalten oder so, aber ich möchte natürlich weiterhin dann so ein bisschen am Ball bleiben und meine Videos weitermachen für euch, um mein Hobby nach wie vor so ein bisschen zu frönen. Und ich glaube, ja, wir gucken mal, ob wir nicht schon wieder angreifen können mit unserer Truppe hier. Die hier, oh, die ist gar nicht ganz fertig, hier sehe ich gerade. Dann nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 von denen mit Quick-Trainen. Das war ja wahrscheinlich zweimal Gift, oder? Ja, ich hab's mir schon wieder gedacht. Ich habe schon wieder zweimal Gift dabei. So, wie immer. So, dann traine ich die aber nochmal nach. Und Die vier lasse ich gerade mal sacken. Ihr seht das hier. Ich habe einen Bauarbeiter immer noch frei. Den lasse ich mir immer noch für Mauern frei. Aber die nächsten laufen jetzt hier unten aus. Lager läuft und das Lager läuft auch. Meine beiden Defenses, die ich noch nachbauen musste, laufen hier auch. Und natürlich habe ich euch nur gesagt, habe ich aber gemacht. Den Heiler habe ich natürlich angestoßen vor 3 Tagen oder 2 Tagen, 23, nicht 23 Stunden, sondern 14 Stunden, 15, 16, 17, 18 Stunden. 17 Stunden habe ich den angestoßen. Und so wie ich immer sage, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Aber jetzt gönne ich. Ist auch komisch, ne? Einer kostet der Buß und 3 kostet das Heilen. Wir nutzen mal das Heilen, damit wir wenigstens noch einen Angriff hier reinkriegen. Mal sehen, ob wir uns nicht einmal den Bonus hier aus Champion abholen, bevor ich dann wieder runtergehe. Also ich bin hier nicht in der Pokalpflicht in diesem Clan hier. Und kann sicherlich mit der Armee, mit der ich jetzt gerade zugange bin, etwas reißen hier. Ja, den nehmen wir mal mit. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich habe ja reichlich Tanks hier. Was habe ich hier in der Clanburg? Oh, super. Super, dass man mir da Bola gegeben hat. Wisst ihr was? Ich checke jetzt erstmal mit einem Bogi, ob der hier Clanburg hat. Der hat scheinbar keine Clanburg. Dann kommen wir der mal ruhig entgegen. Mit einem Golem von hier und den 4 Dicken von hier. So. Ihr seht, ich habe hier so ein bisschen so einen kleinen, bunt gemischten Haufen. Mal sehen, ob wir da reinkommen. In die... Und wir spammen hier. Oh, jetzt muss ich auch mal meine Helden nachschicken hier. Jawohl. 1 Held, 2 Held, 3 Held. So, ich habe keinen Sprungzauber dabei, kein gar nichts. Ihr seht das hier, meine Meute. Das ist ganz witzig, denn ich hau diese 8 Zauber hau ich hier in die Mitte und hau hier einen Wut rein, dass das hier richtig zur Sache geht. Denn ich brauche ein bisschen Dunkles. Ich will unbedingt einen Held machen. Und mal sehen, wie wir da zugange kommen. Ja, das sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Da hinten ist der Warden. Da kriegt mein Golem jetzt gerade so ein bisschen Beschuss. Ich glaube, hier können wir nochmal einen Wut gebrauchen. Dann den Warden brauche ich immer noch nicht zünden. Aber ich zünde ihn mal jetzt. Und mal sehen. Ah, ich komme natürlich nicht ganz hin da. Wo ist denn meine Queen? Okay, die geht jetzt darum. Boah, ein bisschen haben wir noch übergelassen. Oh, ich habe noch 7 Bogies. Hurra. 7 Bogies, jawohl. Die können hier noch die Lager nehmen. Schick. Ah, das ist nicht schlecht. Und jetzt kommt meine Queen da endlich durch. Aber ich glaube, die wird es nicht mehr schaffen. Der Warden ist schon weg. Naja, aber so ein Multi-Inferno macht echt nicht mehr viel Schaden. Meine stehen mittlerweile beide auf Single. Und wäre ganz schön, wenn der König da jetzt weggeht, dass ich wenigstens noch das Außenlager hier kriege. Denn meine Bogenschützen gehen sonst nämlich auf den King. Nein, die sollen aber aufs Außenlager. Das machen sie jetzt auch. Da bleiben sie auch erstmal drauf. Also sobald die da drauf sind, gehen die da erstmal drauf. Wir schaffen sie ganz, aber wir haben nochmal zum Ende hier, glaube ich, ganz gut was weggefarmt. Das beenden wir hier ruhig mal. Ja, mit dem Bonus hier. Wir haben 2 Sterne. Ich glaube, ich kriege jetzt auch den... Jawohl, ich kriege auch den Sterne-Bonus. Mit dem möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich hoffe, das Jahr mit euch... das Jahr mit euch hat mir natürlich gefallen, aber das Jahr mit mir hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in aller Frische auch im nächsten Jahr wiedersehen. Wenn es dann wieder heißt, der Toto clasht. Bleibt gesund, rutscht gut rein. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Jetzt kommt er. Euer Toto clasht.